So, liebe Nadja, es ist Montagmorgen und ich dachte mir, vielleicht starten wir auch mit einer einfachen Frage in die Woche. Und zwar kannst du mir vielleicht mal sagen, was dein Lieblingspilz ist und vielleicht auch warum. Mein Lieblingspilz. Ich muss ehrlich sagen, das ändert sich so von Jahr zu Jahr, weil immer habe ich immer wieder mal so einen Pilz, wo ich denke, so, oh nee, den brauche ich jetzt nicht mehr, den habe ich jetzt genug gegessen. Mhm. Also der flockenstielige Hexenröhrling ist schon ganz weit vorne. Und okay, natürlich den kenn ich noch gar nicht. Okay. Der violette Rötelritterling, das ist so mein Highlight. Der riecht ein bisschen parfümiert, manche Menschen mögen den auch gar nicht so gerne. Aber ich finde den super. Der sieht super aus, der ist knallelila und ist wirklich ein guter Pilz. Den hatte ich tatsächlich letztens sogar gegessen, ja. Okay, und wie hat er dir geschmeckt? Ich fand den halt also ein bisschen zu intensiv, muss ich sagen. Mhm. Es war schon, aber ich habe auch, also wir haben so eine Art Pilzverköstigung gemacht mit Freunden. Ich versuche natürlich meine Freunde jetzt auch anzustecken und habe dann beim Edelpilzhändler verschiedene Sachen einfach eingekauft. Und wir haben halt, ich glaube, summa summarum, jeder pro Person über eine halbe Kilo Pilze gegessen an dem Abend. Und das ist dann schon zu viel, ne? Also das habe ich schon auch gemerkt. Das glaube ich. Da war der mit dabei und der war sehr intensiv. Also es war schon, wo man gesagt haben, so, also sieht absolut bombastisch aus, aber der war schon derbe. Ne? Aber ein halbes Kilo, das ist auch echt eine Menge für den Magen. Also. Ja, das haben wir alle dann auch gemerkt am Abend. Also wir halt eine Verköstigung. Wir haben so, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene da gehabt. Okay. Um einfach mal ein bisschen auszuprobieren, ja. Aber ja, es ist spannend, weil ich muss auch sagen, also wenn ich mich mit den Leuten unterhalte und genau diese Frage stelle, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Leute auch die Lieblingspilze so, dass die sich wandeln. Ja. Mhm. Es ist schon echt spannend. Macht aber auch Sinn. Ich meine, du beschäftigst dich so viel mit Pilzen. Das ist auch, glaube ich, eine gute Überleitung. Du bist hauptberuflich Logopäde. Genau. Und bist jetzt aber auch Pilz-Sachverständige, Pilz-Coach. Also wie, erklär mal kurz, wie kommt man von der Logopädie zu den Pilzen? Also ich muss sagen, in der Logopädie habe ich viele Schluckstörungen, also Menschen, die jetzt nach zum Beispiel einem Schlaganfall nicht mehr schlucken können. Und das ist schon immer eine ziemliche Herausforderung. Ich habe da auch viele Palliativpatienten. Und da ist natürlich auch irgendwo viel Leid dahinter. Und es ist eigentlich schwierig zu sagen, so von der Logopädie zu den Pilzen. Es ist ja eigentlich momentan so beides. Also ich mache die Hälfte der Woche mache ich Pilze, die andere Hälfte der Woche mache ich Logopädie. Aber ich merke schon, dass es mich immer mehr zu den Pilzen zieht. Also wenn ich im Wald bin, mit den Leuten irgendwelche Pilztouren mache, dann ist da so viel Begeisterung. Und da ist wirklich von, der Jüngste war mein eigener mit 3 Monaten. Meine älteste Teilnehmerin war, ich glaube, 87. Mhm. Und da ist eben immer so viel Freude dahinter. Okay. Man hat keine Krankenkassen, die einem quälen und Sehr gut, ja. Vielleicht mal irgendwie ein Forstarbeiter, aber sonst. Ja. Okay, war jetzt auch von mir irgendwie eine Annahme, dass ich gedacht habe, du hättest mit der Logopädie angefangen. Aber wie bist du denn generell zu den Pilzen gekommen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was waren so für dich so die ersten Momente, wo du die Faszination Pilze für dich entdeckt hast? Ich hatte eine Nachbarin und die hat mich, als ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht so 14 war, öfter mal mitgenommen, weil die kannte bei uns hier in der Nähe so 2, 3 Pfifferlingstellen und aber nur Pfifferlinge. Und dann hat man halt Pfifferlinge gesammelt und dann bin ich später, dann kam natürlich das Jugendalter, da hat man nicht dran gedacht, irgendwie in den Wald zu gehen. Und dann später habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt und der war immer, der wollte immer unbedingt in den Wald und Sport und irgendwas erleben. Habe ich gesagt, ich brauche noch was anderes für mich. Und dann kam das wieder mit den Pilzen, dann habe ich ihn damit hingenommen und irgendwann reicht es einem nicht mehr, nur noch Pfifferling und vielleicht einen Steinpilz zu finden, weil da gibt es so viel buntes anderes im Wald. Und dann wollte ich habe ich durch Zufall gesehen, dass es die Ausbildung zum Pilzcoach gab.
Mein Problem war aber, dass dann Kind 1 kam, dann kam Kind 2, dann kam Kind 3 und irgendwie, nee, stimmt gar nicht, Kind 1 und Kind 2 kamen und es war immer irgendwie nicht möglich von den Zeiten her. Mhm. Weil diese Pilzcoach dann zu machen, oder? Genau, ja, weil die okay. Pilzcoach-Ausbildung, die geht ein Jahr und da aber sind es mehrere Wochenenden. Und ich, entweder war ich schwanger oder ich habe gestillt. Und dann habe ich es dann doch zwischen Kind 2 und Kind 3 geschafft, diese Pilzcoach-Ausbildung zu machen und war dann so angefressen. Ich habe dann schon eben Kurse gegeben und war viel mit den Leuten unterwegs. Und dann hat meine Pilzinspiration damals zu mir gesagt, ach komm, jetzt machst du doch den Pilzsachverständigen. Und okay. ich hab nur diesen riesen Berg an Fragen und Lernerei gesehen und habe gesagt, das mache ich nicht. Ja, und schon zwei oder drei Jahre später habe ich dann den Pilzsachverständigen noch oben drauf gesetzt. Was okay, aber nur, cool. Also ich habe das dann in meiner Elternzeit gemacht. Wenn der Junior morgens geschlafen hat, dann bin ich da gesessen und habe gelernt. Also tatsächlich ein reines Interesse. Das war wirklich dann eine Leidenschaft, die du entwickelt hast, weil du wissbegierig warst und gesagt hast, Mensch, was gibt's da alles noch oder was genau? Mhm. Und es kommt auch immer mehr. Also ich finde, je mehr man über Pilze weiß, desto interessierter ist man und desto mehr will man da eigentlich noch aufsaugen. Ja, kann ich bestätigen. Also geht mir genauso. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, es fing so ein bisschen mit dem Pfifferlingen an. Und kannst du bestätigen, dass es bei dir also um Nahrung ging? Also war es, dass du das kulinarisch ausprobieren wolltest oder was war da so ein bisschen der Antrieb? Auf jeden Fall. Also es hat beim Kulinarischen angefangen. Ja, mittlerweile muss ich sagen, es ist nicht mehr nur das Kulinarische. Also ich gehe lieber in den Wald und mache ein paar schöne Fotos. Ich nehme natürlich auch Pilze mit, weil ich habe halt ja auch Eltern nebendran und so. Die sind dann dankbare Abnehmer, wenn ich mal keine Lust habe auf Pilze. Und aber es hat schon so mit dem Kulinarischen angefangen und dann jetzt gibt es natürlich auch viele kreative Sachen, die man mit Pilzen machen kann. Ja. okay, jetzt hast du ja gerade auch nochmal den Pilzcoach angesprochen. Das war ja so der erste Start. Und der Sachverständige dann oben drauf gelegt. Kannst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was so der Unterschied ist? Ja, weil, also ich hatte mit der Verena Becker auch schon ein Gespräch gehabt. Sie ist auch Pilzcoach. Sie hat da so ein bisschen schon einen Einblick gegeben, dass man das gerade für Anfänger eine ganz, ganz tolle Sache ist. Wo unterscheidet sich der Pilzcoach zum Pilzsachverständigen? Ich würde sagen, der Pilzcoach, der bringt wirklich noch so auch so ein bisschen das Kreative mit rein, so den Leuten so die Lust auf die Pilze. Beim Pilzsachverständigen ist es eher noch das Wissen. Also der Pilzcoach, so zum Vergleich, der hat etwa 30 Pilze, die er kennen sollte. Und der Pilzsachverständige, der hat zwischen 200 und 300 Pilze, die er wissen sollte. Was bedeutet das, wissen sollte? Also ist das für die Prüfung reicht das schon dann. Der lateinischen? Okay. Nee, den also brauchst bestimmt. Du nicht mal wissen. Den brauchst du nicht mal wissen. Es reicht der deutsche Name. Was natürlich schwierig ist, weil bei so einer Prüfung die Leute aus ganz Deutschland zusammenkommen. Also bei mir waren einige aus Berlin und die haben wahrscheinlich wie gesagt, regionale Bezeichnungen auch, oder? Genau, da wird es dann schon schwierig. Also das merke ich manchmal auch bei Instagram, wenn die Leute mich irgendwas fragen über irgendeinen Pilz und ich dann erstmal überlegen muss, meinen die jetzt den und den? Weil Streal und Schwammerl und der Pfifferling und ja, das ist so unterschiedlich. Ja, stimmt. Ja, aber du brauchst die Fachbegriffe nicht zu wissen für die PSV-Prüfung, aber du musst einfach die Pilze kennen. Also es gibt viele Giftpilze, die du natürlich aus dem FF wissen musst, weil wenn dir da einer durchrutscht bei der Prüfung, dann ist die Prüfung natürlich gelaufen. Die Prüfung ist auch recht streng und die Prüfer nehmen es da auch sehr genau.
Weil wenn dir das später recht, in der Beratung passiert, dann kann es halt vorbei sein. Ja. Und das ist ja auch so mit das Ziel später beim Pilzsachverständigen, dass der dann auch Korbberatung macht oder in der Giftnotrufzentrale mithilft und ja einfach da unterstützend tätig ist. Aber ich muss sagen, ich kann es nur jedem empfehlen, erst den Pilzcoach zu machen, weil es ist einfach, es ist handfester. Beim Pilzsachverständigen kannst du theoretisch diese 553 Fragen auswendig lernen und zur Prüfung antreten, wenn du die Pilze kennst. Das ist einfach sehr, du machst die Prüfung und wenn du die bestanden hast, ist es okay. Aber beim Pilzcoach, da musst du eine Gruppe leiten. Du bist einfach viel mehr an den Personen dran. Und das als Einstieg für den PSV, das kann ich nur empfehlen. So auch der Umgang erstmal mit Ratsuchenden. Das ist aber wahrscheinlich, aber diese kreative Art, mal an Pilze ranzutreten, wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter. Also man gleich in so eine, ja, man weiß ja, dass man in eine Prüfungssituation irgendwann muss. Ne? Beim Pilzcoach ist es ja eher so, spielerisch sich den Pilzen nähern, oder? Also, ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Man hat aber eben, wenn man auch schon Kurse gegeben hat, weiß man auch schon, wie die Leute auf einen zukommen. Und man kann schon mal selber üben, sich so ein bisschen abzuklären. Wenn da jetzt ein tödlich giftiger Pilz drin ist, auch diese Überzeugungsarbeit leisten. Nee, der Rest vom Korb wird jetzt nicht mehr gegessen, weil es könnte sein, dass ein Stück abgebrochen ist und der jetzt zwischen deinen Lamellen von irgendeinem anderen Pilz hängt. Und, ach krass, das habe ich gar nicht. Ja, stimmt. Ja, ja, also so ein bisschen eben auch den Umgang mit den Menschen. Mhm. Beim PSV reichen dir die Bücher und da musst du halt wirklich Bescheid wissen. Und ja, also ich bin wie froh, dass ich das zugemacht habe. Ist aber auch keine Voraussetzung, oder? Du musst jetzt nicht den Coach haben, um Sachverständiger zu werden. Nee. Okay. Das war so meine Annahme. Ja, gut zu wissen. Jetzt, wie sieht denn dein Alltag als Sachverständiger aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil du gerade gesagt hast, du bist dann in der Hotline tätig. Kommen dann Leute zu dir nach Hause? Musst du an den Ort fahren, der am Wald liegt? Oder wie kann ich mir das vorstellen, deine Aufgaben als Sachverständige? Also wenn es irgendwie einen Notfall gibt, dann dürfen die Leute auch mal tatsächlich ein Foto schicken, weil es kann sein, dass im letzten Herbst hatte ich einen Vater, der mir ein Foto geschickt hat, weil er vermutet hat, dass sein Kind diesen Pilz gegessen haben könnte. Und er saß aber irgendwo im Wald, der hatte auch ganz schlechten Empfang, beziehungsweise an so einem Waldrand, an so einer Wiese. Und ich war die erste Greifbare, also der saß auch in einem anderen Bundesland. Und dann habe ich mich wiederum mit noch ein paar anderen Sachverständigen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen und wir haben uns das einfach angeschaut. Das hat auch bestimmt 2 Stunden gedauert, bis wir wirklich für uns raus hatten, weil wir dann den nochmal losgeschickt haben und gesagt haben, guck nochmal, ob es da noch einen zweiten gibt, dass du uns nochmal ein Bild von unten zeigen kannst und so. Um dann rauszukriegen, in welche Richtung das geht. Mhm. Also wäre es jetzt was tödlich, ja, es war ein ganzer Pilz, also es war ein bisschen was für mich Exotischeres, deswegen so ein Parkpilz. Deswegen sind wir da nicht gleich drauf gekommen, was das sein könnte. Wenn es jetzt ein Knollenblätterpilz gewesen wäre oder so, dann hätte man das ja relativ schnell gesehen, wenn er uns den so fotografiert hätte. Dann kriegst du manchmal auch nur Fotos, aber wenn die Leute mich anrufen und sagen, du, ich war jetzt im Wald, kann ich auf dem Rückweg vorbeikommen, dann, die haben alle meine Adresse, dann kommen die vorbei und dann wegen Corona haben wir es jetzt immer entweder hinterm Haus auf dem Tisch gemacht oder vorm Haus, bei mir auf der Treppe und dann haben wir die Pilze aufgereiht und uns die alle angeschaut und dann zusammen nochmal geguckt. Und ja, dann bekommen die eine Freigabe oder auch nicht. Spannend, ja. Das heißt, das ist ja auch ein offizieller Titel vom DGFM. Ja, die bilden das ja dann auch aus. Und das Ziel ist ja, dass man, wie du schon gesagt hast, die Giftpilze raussortiert, damit einfach Menschen, die jetzt im Wald unterwegs sind und Pilze sammeln, sich nicht vergiften, oder? Mhm.
Genau. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, der Pilzcoach dauert ein Jahr. Wie lange dauert das, bis man Pilzsachverständiger wird? Also ich habe angefangen zu lernen zwischen Weihnachten und Neujahr. Da habe ich angefangen. Mhm. Weil das Problem ist ja, du hast zwar die Fragen, die sie dir so im Groben vorgeben, diese 500 irgendwas. Als ich gelernt habe, waren es noch knapp 600. Die sind teilweise noch mal untergeordnet in 2 oder 3 Fragen. Mhm. Und da gibt es aber keine Antwort dazu. Das heißt, du musst dir erstmal mit Büchern die Antworten dazu beschaffen. Mhm. Dann bist du dir nie so, ja, du bist dir nie so ganz sicher, stimmt es jetzt, was ich da schreibe? Weil ich habe einen Stall voller Bücher und in jedem Buch steht ein bisschen was anderes drin. Ja, willkommen also, in der Welt der Pilze, ne? Ja. Also es ist immer gut, wenn man sich irgendwie so zu zweit, zu dritt zusammenschließen kann. Wir haben auch eine Gruppe auf Facebook gegründet, wo man genau solche Fragen stellen kann, wo da auch drüber diskutiert wird. Und wenn du die dann dir beantwortet hast, da habe ich 3 Monate jeden Vormittag irgendwie 3-4 Stunden dran gearbeitet. Also es war schon viel Arbeit. Und bis du dann das in deinem Kopf hast, gerade wenn es Pilze sind, die du vielleicht nicht unbedingt kennst, weil auch jetzt, wo ich Pilzsachverständige bin, ich habe noch nicht jeden Pilz in der Hand gehabt. Also irgendwelche ja, klar, Rötlinge oder so. Also ja. Oder Sachen, die zum Beispiel mehr in Norddeutschland vorkommen, die es bei uns hier im Süden nicht so unbedingt gibt. Keine Ahnung. Aber wenn du mal so ein bisschen eine Vorstellung hast und du hast ihn ein paar Mal auf dem Foto gesehen und du findest ihn dann das erste Mal, dann ist das so ein Bäm-Erlebnis. So, ich weiß sofort, welcher Pilz es ist. Also stark. Und da freut man sich auch jedes Jahr aufs Neue, wenn man wieder irgendwas Tolles Neues gefunden hat. Wie häufig kommt das vor? Also letztes Jahr hatte ich bestimmt 10, 12 neue Pilze. Cool. Ja, das ist ja fast einmal im Monat. Das ist ja richtig gut. Das ist echt, ja. Ich meine, es gibt über 10.000 Großpilzarten. Ich hoffe, da kommt noch einiges auf mich zu. Ja, genau. Ja, das, als du gerade gesagt hast, ich habe noch nicht jeden in der Hand gehalten. Ja, das wäre auch verwunderlich, wenn, oder? Bei so vielen Großpilzarten, da jeden in der Hand gehabt zu haben, ist schon ordentlich. Mhm. Wie viele Pilzsachverständige gibt es denn in Deutschland? Weißt du das? Hast du da einen Überblick? Nee, da müsste ich jetzt raten. Aber auf der DGFM-Seite kann man auf jeden Fall, da gibt es so einen Button, der heißt PSV suchen. Und da kann man mal gucken, in welcher oder wie viele PSVs so um einen rum sind. Bei uns hier im Süden sind es relativ viele. Ich glaube, je nördlicher man kommt, desto ausgedünnter wird es. Also hier unten kenne ich einige. Aber es sind... Also du kannst es noch an ein paar Fingern abzählen. Ja, also kann ich auch bestätigen. Ich habe auch mal bei uns geguckt, hier in Paderborn, wo ich gerade aktuell bin. Wir haben ganz genau eine Person. Ja. Und wenn die dann gerade keine Zeit für dich hat, ist natürlich schade. In der Tat, ja. Das macht die Sache natürlich ein bisschen begrenzt. Ne? Aber du hast gerade schon angesprochen, du hast dich dann mit anderen Pilzsachverständigen noch ausgetauscht, als dieser eine Anruf reinkam. Wenn ich jetzt mal überlege, ich brauche jetzt mal so einen Rat, also wie würdest du denn empfehlen, dass man da vorgeht? Also soll ich die Nummer vorher schon mir runterschreiben, falls ich keinen, aber ich habe, wenn ich keinen Empfang habe, habe ich keinen Empfang, ne? Das ist dann auch egal, dann nützt ja eh kein Handy mehr. Was würdest du denn empfehlen? Was ist so eine Checkliste, die du den Leuten halt empfiehlst, wenn die im Wald unterwegs sind? Meinst du einen Rat bezüglich deines Korbes oder wenn es dann schon in die Hose gegangen ist, wie bei dem Vater mit dem Sohn? Ich würde mal Ersteres sagen. Präventiv. Ja. Präventiv, okay. wenn ihr in den Wald geht, um Pilze zu sammeln, ich würde auf jeden Fall schon mal 2 Gruppen machen. Nehmt euch entweder 2 Körbchen mit oder stellt euch noch ein einzelnes Schälchen. Gut sind immer diese Bärenschälchen, diese Pappschälchen, die man sich dann noch so extra reinstellen kann. Oder ganz zur Not auch irgendwie ein Stoffbeutelchen, wobei da ist es so, dass oft gerade so filigrane Pilze, wie jetzt beim Kerlpilz oder so, der bricht dir dann auseinander.
Also lieber ein stabileres Schächtelchen oder mein Giftzwerg als Einsatz für den Pilzkorb, dass ihr einfach die, die Bekannten von den unbekannten Pilzen trennen könnt. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr ein wunderschönes Körbchen habt mit Pfifferlingen und ihr legt da noch so ein paar Pilze oben drauf und kommt dann zur Pilzsicht, zur Pilzschau, dann, und da ist ein tödlich giftiger dabei, da müssen wir den ganzen Korb verwerfen, weil eben Teile abgebrochen sein könnten. Deswegen immer die Bekannten von den unbekannten Pilzen trennen und nehmt euch nicht zu viele Unbekannte mit. Nehmt euch ein oder zwei mit, die ihr dann für euch bestimmen könnt oder eben zum Pilzsachverständigen bringen oder vielleicht mal mit Bekannten, die sich schon ein bisschen besser auskennen. Weil wenn ihr dann mit eurem anderen Körbchen zu Hause ankommt und dann versucht, den ersten zu bestimmen und ihr seid euch nicht sicher, dann landet irgendwann alles im Müll, weil es dann auch keinen Spaß mehr macht. Das ist irgendwie demotivierend. Dann lieber einen raussuchen, wo ihr denkt, so, oh, den habe ich jetzt schon öfter gesehen, den nehme ich jetzt mal mit. Okay, cool. Und wenn es dann zu spät ist, was mache ich dann? Giftnotruf anrufen. Okay. Ruhig bleiben. Also die Sache mit dem Erbrechen macht man nicht mehr. Wenn möglich, Pilzreste einpacken. Habt ihr vorher ein Foto gemacht? Habt ihr irgendwelche Essensreste übrig? Also auch wenn es die gekochte Mahlzeit ist oder Putzreste. Wenn noch irgendwas im Biomüll ist, von dem was abgeschnitten wurde. Alles einpacken, ab ins Krankenhaus, wenn es dann schon so weit ist. Weil bei Pilzen ist es oft so, zum Beispiel viele Menschen vergiften sich an einem Parasol. Ein Parasol ist ja eigentlich ein Speisepilz, aber wenn man ihn nicht ausreichend erhitzt, die haben ja oft so dicke, große Hüte, die werden gerne paniert. Und dann ist ja in der Mitte oft noch so ein roher Kern. Und der Parasol, der hat Hämolysin und das kann dann dazu führen, dass es einem richtig schlecht geht, dass man richtige Magen-Darm-Probleme bekommt. Und wenn ihr den dann gegessen habt, dann kommen zu diesen Magen-Darm-Problemen oft auch so psychische Sachen dazu. So, was habe ich da jetzt wirklich gegessen? Wenn es mir so schlecht geht, es muss doch dann ein Giftpilz gewesen sein. Und da kann es, wie gesagt, den Leuten teilweise richtig schlecht gehen. Und es sind tatsächlich auch mehr Menschen, die sich an nicht gut durchgegarten Speisepilzen oder überlagerten Speisepilzen vergiften als an Giftpilzen. Was sind denn überlagert, meinst du, dass die nicht mehr frisch waren? Die waren nicht mehr frisch, die sind entweder zu lange im Kühlschrank rumgelegen oder die waren schon im Wald nicht mehr gut. Ja, in Plastiktüten gesammelt, das verstärkt das alles noch ein bisschen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch mit einer der Aufklärungsthemen, die wir sehr deutlich machen müssen. Ne? Dass, ich meine, jeder kennt ja den Umgang mit Fleisch. Ja? Also jetzt der Umgang mit Pilzen, wann ist der durch? Das kann man ja auch riechen. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass man das auch den Leuten mitgibt. Weil am Ende des Tages so ein paar Kleinigkeiten, auf die man achtet, wie du sagst, so ein bisschen lieber ein bisschen mehr durchgaren, anstatt dann nachher das Leid zu haben. Ja? Mhm. Das ist auch das Thema, warum die Leute immer sagen, warum kann ich dir kein Foto schicken und du sagst mir dann, was das für ein Pilz ist. Also erstmal will ich, dass die Leute sich ja selber ein bisschen bemühen. Und ich habe den Pilz natürlich nicht in der Hand gehabt. Also eine Marone, die kann so ganz gut aussehen. Und wenn ich die aber dann in der Hand habe und vielleicht noch mal ein bisschen drehe oder ein bisschen dran riechen kann oder auch dieses Tasten, okay, die fühlt sich jetzt nicht mehr ganz so frisch an oder die ist schon ganz trocken oder vielleicht auch schon so ein leichter Goldschimmel in den Röhren, dann das kann ich halt auf den Fotos nicht unbedingt sehen. Ja, das ist ganz wichtig. Finde ich auch gut. Also ich habe tatsächlich mittlerweile auch, ich bin, was das angeht, ein Laie, ja. Und mir schicken teilweise Freunde dann Pilze zu und fragen mich, was das ist. Und dann sage ich auch immer so, ja Leute, weiß ich ja nicht. Also vor allem, wenn es nur der Hut ist, so, ja, was soll ich jetzt damit machen? Jetzt auch ein gutes Thema eigentlich, weil du gesagt hast, dann schicken sie dir ein Foto. Hast du da vielleicht auch ein paar Empfehlungen, wie viele Fotos brauchst du? Was wäre für dich am besten? Weil du gerade auch gesagt hast, vielleicht von unten die Lamellen auch abfotografieren. Was ist so idealerweise, wenn man so einen Pilz fotografieren sollte, was man vielleicht noch mitnehmen sollte? Also eine Verzehrfreigabe gibt es anhand des Fotos nicht. Weil wie gesagt, mir fehlt die Nase, mir fehlt das Tasten und so weiter. Dann ist es natürlich ganz wichtig, wie du sagst, wenn das jetzt nur der Hut ist, dann, ich sage immer, Pilz von oben ist wie Käfer von unten.
Ja, das kann vieles sein. Ich meine, allein wenn man sich zum Beispiel einen Perlpilz anguckt, in wie vielen verschiedenen Farbabstufungen es den geben kann, ist einfach oft nicht zu sehen. Und man sollte schon auf jeden Fall Foto von oben, Foto von der Fruchtschicht, also von unten und wenn möglich noch eben vom Stiel und auch von der Stielbasis. Da ist ja wieder die Frage, Pilz abschneiden oder Pilz rausdrehen. Dem Pilz ist es ja völlig egal, was du mit ihm machst. Wenn es ein Pilz ist, den du kennst, dann kannst du den auch abschneiden. Aber sonst würde ich immer empfehlen, den rauszudrehen, weil man entweder einen großen Teil vom Stiel verschenkt. Und das ist zum Beispiel gerade bei den Steinpilzen so, dass die manchmal nur so ein Stückchen aus dem Moos rausstehen und dann so ein Stück noch unter Moos sind. Also ihr würdet viel vom Fruchtkörper verschenken. Und bei ganz vielen Pilzen ist einfach unten die Stielbasis ganz wichtig zur Bestimmung. Und deswegen lieber rausdrehen. Ich sage immer, Pilze haben ein Gewinde. Und dann das Loch einfach wieder zumachen. Sehr schön. Jetzt habe ich jetzt einen Profi auch mal da. Ich hatte letztens die Diskussion mit einer Freundin, die mir gesagt hat, am besten die Pilze, die man, wenn man sie rausgedreht hat, oder auch nur abgeschnitten hat. Die Frage ist jetzt immer, wenn man den dort auch sauber macht und Pilzreste im Wald liegen lässt, ist das empfehlenswert oder nicht? Weil, also ich habe jetzt auch gehört, dass das anfängt zu schimmeln, dass das Myzel dadurch kaputt gehen kann. Wie ist so vom Profi die Wahrnehmung? Entschuldigung. So, also das mit dem Säubern und so, das sage ich meinen Pilzschülern tatsächlich auch immer. Weil an der Stelle, wo ihr den Pilz entnommen habt, wenn ihr den dann direkt da sauber macht, dann habt ihr erstens den Dreck nicht im Körbchen. Es sieht auch viel schöner aus später. Habt nicht mehr Instagram, so viel, ganz wichtig. Natürlich. Ihr habt nicht mehr so viel Arbeit zu Hause. Und an der Stelle, wo ihr den putzt, ihr glaubt gar nicht, wie viele Sporen da schon wieder rausfallen. Und dann sind sie natürlich an der richtigen Stelle. Auch wenn man mal einen Pilz entnommen hat, und man stellt fest, okay, da hat jetzt an der einen Seite schon ein bisschen Goldschimmel oder so, der ist jetzt nichts mehr für den Korb. Dann einfach wieder so hinstellen, wie er gewachsen wäre, damit er nach unten hinaussporen kann. Oder manche Menschen gehen auch hin und hängen die in die Äste. Wenn nebendran irgendwie so Tanne und dann dazwischen, dass der einfach weiter aussporen kann. Okay. Also ruhig die Reste und auch für Schnecken und Co. im Wald lassen. So. Aber bei dir landet es ja eh nur im Müll. Kulinarisch und Pilze sammeln im Herbst. Das ist ja so die häufigste Annahme. Du selber hast ja jetzt auch noch ein Buch rausgebracht, wo du Leute auch ermutigst, nicht nur im Herbst Pilze sammeln zu gehen, richtig? Genau. Ich habe mit dem Christian Pruy zusammen was gemacht. Das nennt sich Vom Suchen zum Finden. Da wollen wir die Leute animieren, wirklich das ganze Jahr im Wald auch nach Pilzen zu schauen. Und ich muss sagen, das hat auch echt gut geklappt. Ich habe dieses Jahr das erste Mal auch wirklich im Winter Leute gehabt, die gekommen sind mit ihren Austernseitlingen oder ihren Judasohren und gesagt haben, hey, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Und die waren dann total happy, weil es im Winter einfach auch nicht so viele Ablenker gibt. Da kann man sich wirklich auf die wesentlichen Pilze dann konzentrieren. Und es gibt auch kaum, also ich habe dieses Jahr im Winter einen tödlich giftigen gefunden. Sonst sind auch die tödlich giftigen eher im Herbst oder im Frühjahr. Okay, sehr gut, ja. Und deswegen haben wir dieses Buch geschrieben, wo wir einfach so für Einsteiger und Fortgeschrittene für jeden Monat 1 bis 2 Pilze rausgesucht haben. Mit ihren Doppelgängern und wir haben Rezepte dazu geschrieben und wie man die gut haltbar machen kann. Und viele Fotos. Und wir haben auch hinten rein ein Logbuch gemacht, dass die Leute sich aufschreiben können, wann sie wo welche Pilze gefunden haben und zu welcher, also wie die Temperaturen waren, wie die Feuchtigkeit war. Weil ich gemerkt habe, dass mir das total weitergeholfen hat, wenn ich wusste, okay, letztes Jahr habe ich angefangen am 1. Mai, nein, am 20. Mai, ich weiß es nicht, da hatte ich die ersten flockenstieligen Hexenröhrlinge.
Und am 3. Juni hat es dann angefangen mit den Pfifferlingen. Dass ich einfach mal so ein bisschen einen Richtwert hatte. Wann bin ich denn wo in den Wald gegangen? Ich habe mittlerweile so viele Stellen, die musste ich alle für mich im Kopf irgendwie mit einem Namen betiteln, damit ich noch wusste, wo ich denn wann hingehen kann zum Gucken. Ja. Und ja, da kann man sich einfach mal so ein kleines Logbuch anlegen. Und was wir auch mit reingenommen haben, was ich finde, was immer wichtiger wird, ist Zeigerpflanzen und Bäume. Du hast schon ganz viel gewonnen, wenn du weißt, was wachsen da für Bäume. Und was wachsen da für Pflanzen drumherum? Ist das jetzt ein saurer Boden oder ist das ein kalkhaltiger Boden? Da hast du schon echt auch später für die Bestimmung, also manchmal hast du einen Pilz, da denkst du, kann das der und der Pilz sein? Ach nee, ich war auf einem kalkigen Boden. Der Pilz wächst nur auf saurem Boden. Wenn du dir so weiterhelfen kannst. Da habe ich auch die größten Lücken, muss ich auch sagen. Also wenn ich im Wald unterwegs bin, das ist auf jeden Fall da, wo ich noch tierisch Nachholbedarf habe, was so Pflanzen und oder generell Pflanzenkunde angeht. Ja, also da merke ich schon auch einfach, dass es für mich da gar nicht so einfach ist. Vielleicht sollte ich da auch mal ansetzen, weil das ist schon so ein Ding, wo ich einfach merke, so okay, da fehlt mir einiges. Ja. Ich war mit Rita und Frank Lüder im Dezember tatsächlich auch im Wald. Und da haben wir auch ganz viele Auslandpilze gefunden. Und die beiden haben natürlich mega Ahnung. Wir sind da durchgelaufen und die haben mir ständig Sachen gezeigt. Und da habe ich auch erst mal gemerkt, also, dass ich noch ganz, ganz viel zu lernen habe. Ja. worauf die alles geachtet haben, das war dann schon auch einfach ja, spannend auch zu sehen. Ja. Das stimmt. Was würdest du denn empfehlen, neben dem Herz? Jetzt hast du gerade gesagt, so im Winter hast du Austernseitlinge gefunden oder die Leute haben die gefunden, haben sie zu dir gebracht. Hast du da irgendwie so einen Geheimtipp oder Geheimempfehlung, wo du sagst, so hey Leute, schaut doch mal, im Frühling sind vielleicht super viele oder im Herbst, im Winter, was ist so deine Empfehlung außerhalb des Herbstes? Also ich denke, ein total dankbarer Pilz ist das Judasohr. Den haben ja auch ganz viele jetzt über den Winter gesucht und gefunden. Denn dieses Jahr war auch ein gutes Jahr tatsächlich für den Austernseitling oder den Samtfußrübling. Jetzt freue ich mich, also viele freuen sich natürlich jetzt auf die Moorcheln. Werde ich auch mal einen Blick drauf werfen. Bei uns ist es ja extrem trocken hier unten. Mal schauen, wie die Moorchelsaison ausfällt. Aber ich freue mich immer besonders jetzt auf den Maipilz, der dann ab April etwa zu finden ist. Und ja, das ist so mein erstes Highlight im Jahr. Und dann geht es ja meistens auch echt schnell, dass Pfifferlinge, Maipilze, Hexenröhrlinge und Co. dann auch rauskommen. Deine Empfehlung für Einsteiger, ob es irgendwie vielleicht eine Literaturempfehlung oder also wie würdest du Leuten, die halt wirklich mal die Pilzwelt starten, kennenlernen möchten, was würdest du denen empfehlen? Ja, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall mal mit jemandem mitgehen, ob es jetzt ein Freund ist, der vielleicht schon regelmäßig Pilze sammelt, ob es ein Pilzcoaching ist. Weil ich finde, wenn man so in den Wald geht, ist man schnell auch überfordert, weil es eben so wahnsinnig viel gibt. Und ich merke das immer wieder bei den Pilzcoaching-Teilnehmern, die sagen, boah, wie soll ich mir das alles merken? Da sage ich, fang doch mal mit einem Pilz an. Und dann findet er vielleicht regelmäßig eben noch einen zweiten, den ihr oft seht. Und dann ist es vielleicht auch noch zufällig ein Speisepilz. Dann können wir den zusammen bestimmen. Und dann habt ihr schon den zweiten Pilz im Petto. Und so kann man sich da steigern. So habe ich es ja auch gemacht. Ja, finde ich eine gute Empfehlung. Ja. Dann eben der Leidenschaft nachgehen. Ja. Haben wir ja unser vom Suchen zum Finden, weil das sind einfach Pilze mit guten Merkmalen, die man gut auch von anderen unterscheiden kann, wo es jetzt nicht so viele Verwechslungspartner gibt. Wobei, ich habe gemerkt, so in den Kursen, es gibt Leute, die können auch, ist jetzt krass gesagt, aber einen Pfifferling mit einem Steinpilz verwechseln. Also wenn man kein Auge dafür hat, ist es natürlich schwierig. Okay, das wird. Und was immer gut ist, ist mit Röhrlingen anfangen, weil es gibt keine tödlich giftigen Röhrlinge.
was so mein Einsteigerbuch war, war von Rita und Frank, Pilze zum Genießen. Ja. Du weißt welches? Ja, absolut. Das ist, kann ich einmal? Ist ein Highlight. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen der Fall gewesen, oder? Ja. Also das mag ich total gern, das Buch. Eben auch zum Basteln, für irgendwelche Kreativarbeiten. Da sind Rezepte drin, oder? Und dann ist es immer ganz gut, ein Pilzbuch zu haben, wo wirklich viele Pilze drin sind. So ein BLV-Pilzführer oder so. Weil oft hat man einen, der sieht dann so irgendwie ähnlich und dann aber doch nicht. Also viele Pilze. Und ein Pilzbuch sollte jetzt auch nicht zu alt sein. Also ich kriege oft irgendwie, schreiben mir Leute und sagen, ich habe hier noch ein Pilzbuch von 1958, mag ich das haben? Da sage ich, das ist total lieb, aber ist vielleicht noch schön für die Bilder, aber das, was da drin steht, ist einfach nicht mehr aussagekräftig. Ich meine, in alten Kochbüchern werden auch noch die Giftlorcheln, die Frühjahrslorcheln als Speisepilze verkauft. Also da ändert sich halt einiges mit der Wissenschaft und deswegen sollten die Bücher einfach auch nicht mehr zu alt sein. Okay. Gibt es da einen Daumenwert? Was sagst du? Maximal 5 Jahre, maximal 3 Jahre? 5 bis 8 Jahre. 5 bis 8 Jahre, okay. Ja, spannend. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber macht Sinn, ja. Also wenn man natürlich, ich hab ein Buch, das ist jetzt auch schon älter, so ein Kosmos-Pilzführer, weil ich den einfach irgendwie vom Geschriebenen und von den Bildern ganz gerne mag, dann schreibe ich mir halt von Hand rein, wie da jetzt die neuesten Bestimmungen sind. Also wenn man jetzt bei der DGFM ist, kriegt man da auch regelmäßig irgendwie Material. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man bei den Speisepilzen, gibt es auf der DGFM-Seite, gibt es 2 Listen. Die Liste der Speisepilze und die Liste der uneinheitlich bewerteten Speisepilze. Also ich würde das essen, was da draufsteht und alles andere nicht. Weil oft steht halt im Internet, oh ja, ist ein super Speisepilz. Der ist aber noch gar nicht so wirklich erforscht. Oder es gab doch schon viele Leute, die ihn wirklich nicht vertragen haben. Und es steht eben auf diesen Listen drauf. Da kann man immer gut abgleichen. Gut zu wissen, ja. Dann werde ich mich da auch mal ein bisschen umschauen. Ich habe tatsächlich, was die Speisepilze angeht, immer auch einen riesen Respekt davor gehabt. Und das liegt aber auch so ein bisschen wieder genau dem Thema, woran ich hier arbeiten möchte, diese ganzen Mythen, die draußen unterwegs sind. Mhm. Also wo ich auch mit dem ganzen Thema angefangen habe. Ich weiß, also sowohl Freunde als auch Familie, die dann immer wieder dich darauf hinweisen, dass du vorsichtig sein sollst. Und das ist natürlich, auch wenn man sagt, man möchte das ablegen, gar nicht so einfach, weil das irgendwie so die ganze Zeit im Hinterkopf mitschwingt, so, oh Gott, was ist, wenn der doch giftig ist und so. Und deswegen habe ich mich eigentlich bis jetzt immer daran gehalten, entweder halt wirklich beim Edelpilzhändler irgendwas zu holen, also dass ich dann halt weiß, dass die vom Händler kommen, eigentlich auf Waldpilze, so gut es geht, eigentlich verzichtet. Aber das sollte ich vielleicht auch mal ändern. Kann aber auch in die Hose gehen. Mir hat erst letzte Woche oder vorletzte Woche eine bei Instagram geschrieben, sie war auf einem Wochenmarkt, aber frag mich jetzt nicht mehr, in welchem Land, und hat tatsächlich Lorcheln gekauft. Hm. Und ich meine, bei uns zählt er mittlerweile als potenziell tödlich giftig. Andere Länder wissen halt, wie sie mit dem Pilz umgehen müssen, aber sie hat sich ordentlich den Magen damit verdorben. Ich meine, solange es nur beim Magenverderben bleibt. Ja. Also von dem her, Pilzhändler, solange du dann in Deutschland bleibst. Ja, aber selbst da, ich meine, wenn man die Händler auch fragt, wo die herkommen, die machen dir keine richtige Aussage. Fakt ist ja, wir dürfen in Deutschland die Waldpilze nicht verkaufen. Ja? Also wenn du die selber sammelst, darfst du ja nicht weiterverkaufen. Mhm. Das heißt, die kommen aus dem Ausland. Und dann gibt es ja teilweise beim Händler dann, dass da irgendwie so eine Misch aus Waldpilzen einfach da sind. Ja, und das finde ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich wild, wie du gesagt hast. Also wer garantiert mir denn, dass da nicht irgendwas drin ist? Ja. Mhm. Also das finde ich schon abenteuerlich, muss ich auch sagen. Also da greife ich auch nicht zu, sondern eher die, wo ich dann auch sicher sein kann, dass da nicht irgendwas anderes noch drunter gemischt ist. Genau. Oder die schönen Toten im Glas, wo du nur noch so erahnen kannst, dass es ein Pilz war. Genau, ja. Ja gut, wenn man Abenteuer will, dann go for it. Deine Nummer kann man im Internet heraussuchen. Gehen wir nochmal auf deine Arbeit zurück. Du hast ja
du bietest ja auch selber Workshops an. Also wie kann ich mir das jetzt vielleicht auch vorstellen? Neben der ganzen Thematik des Sachverständigen ist ja auch so ein bisschen deine Aufgabe, dass du Leute generell Pilze näher bringen möchtest. Du hast auch einen erfolgreichen Instagram-Kanal, würde ich mal sagen. Du informierst da Leute. Was genau bietest du da an und was ist so ein bisschen deine Passion dahinter? Aber was treibt dich dahingehend an? Weil das natürlich auch echt Zeit in Anspruch nimmt, oder? Ja, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Also bei den Pilz-Coachings war es so, dass immer mehr Leute gesagt haben, hey, nimmst du mich mal mit zu deinen Pilzstellen? Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich nehme die Leute mit, dann machen wir ein Pilz-Coaching draus. Und es ist tatsächlich, die Leute fragen mich immer noch, gehen wir dann auch in den Wald und sammeln Pilze? Nimmst du uns dann mit zu deinen Stellen? Dann sage ich, ja, ihr dürft mitkommen. Ja, ist natürlich für mich auch immer wieder eine Herausforderung, weil die Leute kennen dann die Stellen und ich muss mir immer wieder neue suchen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, auch wenn so eine Gruppe von 12 Leuten oder so durch einen Wald gelaufen ist, ich kann immer noch hinterherlaufen und Pilze einsammeln. Das ist immer ganz gut. Du hast das geschulte Auge. Ja, das kommt auch noch dazu. Viele haben einfach noch kein Pilzauge. Das muss sich auch mit der Zeit irgendwie so ein bisschen entwickeln. So, ach, das ist ein Pilz, okay. Ja, wie läuft sowas ab? Also wir treffen uns meistens am Samstagmorgen und dann gibt es eine kleine Einführung, beziehungsweise wir treffen uns manchmal und fahren dann erst gemeinsam zu irgendwelchen Plätzen, die ich ausgesucht habe, weil manchmal ist dann doch nicht so ganz, keine Ahnung, ich mache ja jetzt schon die Termine und kann dir noch nicht sagen, wie am 13.10. Hier unten die Temperaturen sind und das Pilz auch kommen, dann kann es sein, dass wir ein bisschen höher fahren müssen. Hier sind wir ja relativ schnell auch wirklich hoch. Mhm. Oder auf Kalk oder saurem Boden. Und dann fahren wir eben gemeinsam dahin und dann gibt es eine kleine Einführung. Wie muss ich Pilze sammeln? Wie kann ich sie lagern? Wie kann ich sie haltbar machen? Vieles entsteht dann auch einfach, wenn wir zusammen durch den Wald laufen. Da kommen wahnsinnig viele Fragen. Also ich bin gefühlt 4 bis 6 Stunden, je nachdem, wie lange wir unterwegs sind, nur am Quatschen. Und ich komme auch mittlerweile selber kaum mehr zum Pilze sammeln, also weil man so belagert wird, vor allem wenn Kinder mit dabei sind. Ist der essbar? Ist der essbar? Mhm. In welchem Korb darf ich den tun? Und dann machen wir meistens so die erste Tour, wo wirklich jeder einsammeln darf, was für ihn ein Pilz ist. Also natürlich von jeder Art irgendwie nur 1 bis 2. Dann haben wir nachher trotzdem irgendwie 10 Nebelkappen oder so auf dem Tisch liegen. Aber die sehen ja auch alle unterschiedlich aus. Der eine hat einen in einer kleinen Form oder einen überalterten, dass man auch so ein bisschen die Unterschiede sehen kann. Und dann werden die alle ausgebreitet, werden sortiert. Wir gucken uns die Fruchtschichten an. Wie kann man den am besten bestimmen? Die besonderen Merkmale, Gerüche. Wenn man schon sieht, okay, heute gibt es extrem viele Lachsreizker, dann kann man die Leute da schon so ein bisschen, guckt euch den nochmal genauer an, weil wir machen noch eine zweite Runde im Wald, dann könnt ihr den eher gezielter sammeln, damit die Leute dann auch eine kleine Menge haben. Und wir wollen, meistens machen wir danach irgendwie auch eine Pilzbutter oder so im Wald. Und was macht ihr, eine Pilz, was? Sorry. Eine Pilzbutter? Eine Butter im Wald? Hast du dann auch ein... Ich habe dann... Was? Ja, die wird, das wird, ich habe mich in einen Kocher mit und eine Pfanne und dann fangen wir an zu brutzeln. Okay, krass. Und ich backe morgens dann immer Brötchen, bevor wir losgehen. Und Stark. Dann haben wir so eine kleine Brotmahlzeit im Wald und das ist immer spannend, weil du weißt ja vorher nicht, was du findest an Pilzen und auch welche Menge. Und das ist einfach eine total schöne Art, den Pilz zu verarbeiten und alle sind immer total begeistert und wenn man natürlich im Wald direkt sich eine kleine Mahlzeit machen kann, ist das auch immer ganz toll. Ja, Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, also von daher ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, ja. Sehr gut. Ja, und dann manchmal machen wir eben noch ein kleines Spiel oder ein kleines Experiment, so. Also es ist sehr füllend, es ist sehr anstrengend. Die meisten sind danach auch echt platt, weil wenn du die ganze Zeit suchend mit deinen Augen irgendwo auf dem Boden bist, dann weißt du danach schon, was du getan hast.
Und ja, das stimmt, ja. Ja, eben je nachdem, wie weit wir fahren müssen, meistens sind wir so 4 Stunden unterwegs. Mhm. Und ich habe auch Leute, die kommen echt jedes Jahr wieder, die melden sich direkt schon an und ja, kommen dann wieder also, mit in den Wald. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Und zwar habe ich bei dir auf der Homepage geschaut und ist alles ausgebucht. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben März, aber ja, okay. Das heißt, ab wann stellst du denn immer dann die neuen Termine dann rein? Und also der Erfolg gibt ja recht. Also merkst du schon, dass das dass die Interesse auch zunimmt? Ja, oh, Wahnsinn. Also das war schon ohne Corona so. Corona, denke ich, hat es auf jeden Fall nochmal verstärkt, weil die Leute halt irgendwas machen mussten. Und das hat ja auch immer gut geklappt. Also bei mir ist in der ganzen Corona-Zeit nicht ein Kurs ausgefallen, weil die Kurse halt von meistens Juli bis Oktober gehen. Aber ich kann mich halt nicht vierteilen. Und ich habe mir dieses Jahr das erste Mal rausgenommen, ich weiß, wahrscheinlich kann ich es wieder nicht einhalten, mir wenigstens ein Wochenende pro Monat für mich freizunehmen. Aber ja, es sind ja nicht nur die Pilz-Coachings, die ihr da online seht, sondern ich habe ja auch noch ganz viele Firmen, die irgendwie eine Firmenveranstaltung machen. Oder dieses Jahr habe ich noch einen Frauenverein, der noch einen Kurs belegt und viel Gastro, Hotels. Mhm. Ja. Da ist ordentlich was los. Ne? Ja, und ich kann mich halt nicht fünfteilen und die Wochenenden sind halt irgendwie auch begrenzt. Irgendwie wollen alle Leute immer nur am Wochenende Pilzkurs machen. Ja. Komisch. Okay, aber jetzt aber zu der Frage, wann stellst du die Termine rein, wenn man bei dir unbedingt was buchen möchte? Und vor allem, vielleicht kannst du auch kurz sagen, wo man dich findet. Ja. Also zu den Terminen, ich kann nur jedem empfehlen, einfach den Newsletter zu abonnieren. Ich hau 1 bis 2 Newsletter pro Jahr raus und das sind eigentlich die Termine. Also von mir kriegst du keine Werbung oder so, sondern einfach die Leute, die den Newsletter haben, die kriegen 1-2 Tage vor allen anderen die Termine. Dieses Jahr war es so, dass so viele Leute sich vorher schon über den Newsletter angemeldet haben, dass quasi nichts mehr übrig blieb für die anderen. Ich habe die reingestellt, ich glaube im Februar, weil andauernd schon irgendwelche Fragen kamen, wann gibt es dieses Jahr Termine? Und nach einer Woche waren die weg. Ich kann noch sagen, wir haben im Juli dieses Jahr das erste Mal ein Pilzcamp, ein ganzes Wochenende. Freitag bis Sonntag pilzintensiv. Muss man natürlich wollen, bei uns hier im Schwarzwald. Aber das wird super, weil ich habe die Veronika Wehner dabei, mein Pilzguru, die mich ausgebildet hat, mit der ich mittlerweile zusammen die Prüfung abnehmen darf. Und den Christian Brui, der ja auch Waldführer und der einfach eine wahnsinnige Ahnung hat von dem ganzen Thema Wald und Ökologie. Und mit denen darf ich zusammen ein Wochenende gestalten. Und cool. Da sind noch ein paar Plätze frei. Und Pilzcoaching, ich muss mal gucken, je nachdem, wie sich das mit dem Wetter entwickelt. Vielleicht fangen wir dieses Jahr noch ein bisschen früher an, dann wird es vielleicht noch 1-2 Termine geben. Aber auch die gibt es als erstes im Newsletter. Alles klar, weiß Bescheid. Okay. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal über Social Media und den Einsatz sprechen und also was das für eine Relevanz für dich hat, weil also meine Wahrnehmung früher, nicht mehr, sage ich dir auch sehr deutlich, war Pilze ist halt was für alte Männer mit Bart. Ja? Mhm. Und jetzt machst du ziemlich gute Arbeit. Ich habe jetzt auch mit der Verena Becker gesprochen, die auch so einen Waldtag hat. Und die nutzen, oder ihr beide nutzt Social Media extrem gezielt. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen auch über den Hintergrund sprechen. Also wie setzt du das für dich ein? Was bedeutet das auch für dich? Und ich muss dazu sagen, ich habe ja mehrere Instagram-Kanäle. Das war am Anfang so gebündelt. Und ich habe noch einen, wo es viel ums Backen geht und Garten und Co. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das mit den Pilzen nimmt jetzt Überhand. Und manche Leute sind vielleicht genervt von den Pilzen. Gut, dann mache ich mal was Eigenes.
Und habe dann eben Pilzcoach Badenweiler aufgemacht. Das war vor 2 Jahren. Und auf einmal ist es irgendwie explodiert. Also es kamen immer mehr Leute dazu und es wurden immer mehr Fragen gestellt. Und dann habe ich angefangen, so ein Quiz anzubieten. Und dann kamen noch mehr Leute. Und ich finde... Gerade, also was mir jetzt bei YouTube und bei Facebook manchmal so ein bisschen missfällt, dass bei Instagram der Umgang sehr freundlich ist. Also die sind alle sehr wohlwollend, die sind alle sehr interessiert. Ja, ich weiß, was du meinst. Man bekommt viel guten Zuspruch. Mhm. Das hat mich natürlich noch mehr motiviert, den Leuten die Sachen auch zur Verfügung zu stellen. Also da mal noch ein Quiz zu machen und da mal noch irgendwas. Und es ist wiederum natürlich auch Werbung für meine Kurse. Also ich habe vorher schon keine Probleme gehabt, aber früher gab es halt vielleicht mal noch einen Flyer, den ich irgendwo hingelegt habe. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich kann die Leute eh nicht mehr bedienen. Also ja, klar. Das ist halt das Problem an einer One-Man-Show. Ja. Aber was ich auch an Instagram zum Beispiel total spannend finde, du lernst eben auch, wie ich jetzt dich kennengelernt habe, spannende Leute kennen, kannst dich ein bisschen vernetzen. Da habe ich auch zum Beispiel den Max vom Gartenkanal kennengelernt, mit dem ich dann ein Video gemacht habe und wo man dann einfach interessante Leute kennenlernt, mit denen man sich immer wieder austauschen kann. Ja, ja, spannend. Also ich muss auch sagen, das ist einfach super cool, weil du, wie gesagt hast, man lernt einfach Leute aus ganz Deutschland, ja, aus der ganzen Nation irgendwie kennen. Und also sonst wäre ich wahrscheinlich nicht über dich gestoßen, außer ich hätte jetzt beim BGFM mal nachgeguckt, aber selbst da ist natürlich keine Bilder oder man merkt auch nicht, wer ist die Person eigentlich. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend. Ich muss auch sagen, das weißt du nämlich nicht, wenn du mal neue Bilder gesehen hast. Ich weiß nicht, sind noch nicht so viel unterwegs, aber auch in meiner E-Mail Fußnote hast du es vielleicht gesehen. Die Inspiration habe ich mir tatsächlich von deinem Instagram-Kanal geholt. Ja. Okay. Mein Fotograf hat mich nämlich hingewiesen, hat mir gesagt, ja, du musst so ein Moodboard erstellen. Und dann habe ich halt einfach nach Pilzbildern und nach Pilzcoaches gesucht, um zu gucken, was machen die, wie platzieren die sich im Wald. Und da warst du Inspiration. Da dachte ich, Mensch, das sieht echt geil aus. Dann nehme ich das mal mit. Also von daher, gute Arbeit. Hast du das selber gemacht oder wie kam es dazu zu den Bildern? Also so meine, ich sage jetzt mal, meine Alltagsbilder, die mache ich ja alle selber. Mhm. Und letztes Jahr durfte ich aber ein kleines Fotoshooting mit dem Marc Schäfer machen, der von mir einfach tolle Bilder gemacht hat im Wald. Und die Grundidee war, wir stellen eine Nebelmaschine in den Wald, damit es so ein bisschen mystisch aussieht. Und an dem Tag, es war so neblig, okay, dass wir das überhaupt nicht gebraucht haben. Und die Fotos sind einfach super geworden. Also, ja, die sind. Also auch von den Farben, muss ich echt sagen. Ja. Lohnt sich, wenn man reinzugucken. Das stimmt. Sehr schön. Ja, ich bin soweit durch meine Fragen durch. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was dir noch unheimlich wichtig ist, dass du den Leuten mitgeben möchtest? Ich glaube, ich bin erstmal rundum zufrieden. Ich glaube, man konnte so ein bisschen einen kleinen Einblick geben. Und ja, Thema Pilze ist immer spannend. Es wird immer irgendwie was Neues geben, was Neues, Spannendes zum Thema Pilze und sehr gut. Ja, ich meine auch mit der Forschung, da sind wir noch ganz am Anfang und da werden uns die Pilze noch einiges lehren. Das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, das ist auch das, was mich so am meisten da fasziniert, weil es einfach noch so ein Gebiet ist, was noch so unerforscht ist. Ich finde es einfach super erfrischend, wenn man auch so mit Leuten wie dir, die Experten sind, die einfach ja völlig auf dem Boden geblieben sind und dann einfach auch sagen können, ich weiß es nicht, ja, und das finde ich, also muss ich sagen, das Spannendste einfach an der Szene und macht einfach unheimlich Spaß, sich mit den Leuten rauszutauschen und ja, wie gesagt, mein Ziel ist es ja, die Leute näher an die Pilze zu bringen, Mythen zu bekämpfen und wenn wir, ja, die Arbeit, die du machst, kann ich dir auch nur applaudieren, mach weiter so, ich feiere es komplett ab, finde es super und auch dein Instagram-Auftritt, also von daher, mach weiter so, ich freue mich und würde mich ja sehr freuen, wenn wir das vielleicht in ein paar Monaten nochmal wiederholen können, vielleicht hast du nochmal ein paar nette Erkenntnisse, vielleicht finden wir auch nochmal ein spannendes Thema
Und würde zum Abschluss vielleicht nochmal bitten, dass du kurz sagst, Instagram-Handle, dass du vielleicht auf deine Homepage nochmal erwähnst, für die Leute, die vielleicht mit dir in Kontakt treten wollen, auch wo man dein Newsletter findet. Ja. Also den besten Kontakt findet ihr immer beim Pilzcoach Bannweiler bei Instagram. Da kann ich immer direkt reagieren und vor allem gibt es täglich irgendwelche interessanten Pilzgeschichten. Und sonst findet ihr mich unter www.pilzcoach-badenweiler.de und da kann man sich über das Kontaktfeld auch für den Newsletter eintragen. Sehr gut. Wird auch gleich von mir dann direkt gemacht. Ich bedanke mich und ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Dankeschön, dir auch. Mach's gut. Ciao.